das war ich. Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sabrina und heute habe ich ein exklusives Video für euch, denn ich habe heute bei DM was geshoppt, was es erst ab morgen im Handel gibt. Und um was es geht, das verrate ich euch jetzt. Und zwar geht es um Lovely von der lieben Paola Maria. Die hat ja exklusiv mit DM eine Hautpflegeserie rausgebracht und ich durfte heute schon mal shoppen, weil ich Glück hatte, dass es bei uns im DM die Produkte gab. Allerdings gab es zwei Produkte nicht in dem DM, wo ich die anderen Sachen alle gekauft habe. Ich sag's euch, eine reinste Katastrophe, weil manche DMs hatten es nicht, noch nicht im Sortiment, weil wie gesagt, es kommt halt morgen erst in den offiziellen Handel. Manche DM-Märkte hatten nur die Produkte, die ich gekauft hatte. Manche DM-Märkte hatten nur noch die Hälfte, weil die andere Hälfte schon ausverkauft war. Also ich sag's euch, wir waren glaube ich bei 6 DM-Märkten, um jetzt komplett zu sein. Und falls ihr die Produkte noch nicht habt und sie haben möchtet, beeilt euch zum DM zu kommen, weil ich der Meinung bin, die sind super schnell vergriffen. Also am besten so schnell wie möglich zum DM, wenn man wirklich die komplette Serie haben möchte. Und was das alles ist, das zeige ich euch jetzt. Lovely von Paola Maria habe ich euch ja gerade schon gesagt. Und als erstes habe ich die Gesichtsmaske von Paola Maria oder Lovely. Und zwar eine Face Mask mit Manduka Honigextrakt. Und das war das, was mich so gereizt hat an den Produkten, warum ich sie unbedingt austesten wollte, weil dieser Manduka-Honig ein super Honig sein soll. Er wird halt nur ganz, ganz in geringen Mengen gewonnen. Deswegen ist das halt ein super tolles Pflegeprodukt und jetzt gibt es das auch im DM zu kaufen, worauf ich sehr gespannt bin, wie es so auf meiner Haut sich entwickeln wird. Also hier habe ich einmal die Maske. Die Anwendung ist gleichmäßig aufs Gesicht auftragen, natürlich ein gereinigtes Gesicht, 10 Minuten einwirken lassen, Mund- und Augenpartien aussparen, Rückstände sanft einmassieren oder mit einem Kosmetiktuch entfernen. Hier sind zwei Anwendungen drin, finde ich sehr, sehr gut und ich bin sehr gespannt, wie es auf der Haut sich macht. Als nächstes habe ich von Lovely mitgenommen das Cleansing Öl mit Goji-Beeren-Extrakt. So sieht das aus. Ganz kurz vorab, Verpackung finde ich sehr, sehr ansprechend. Es ist so eine zeitlose Erwachsenenverpackung, würde ich jetzt mal sagen, durch dieses Weiße mit dem rose-goldenen Schriftzug. Sehr elegant und sehr clean. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auf jeden Fall haben wir hier das Cleansing Gel mit Goji-Beeren-Extrakt. Und hier ist die Anwendung, täglich 1 bis 2 Pumpstöße auf die angefeuchtete Haut auftragen, sanft einmassieren und gründlich mit warmem Wasser abspülen. Hier bin ich richtig gespannt drauf, gerade was meine Augenpartie mit dem wasserfesten, mit der wasserfesten Mascara angeht. Normalerweise wisst ihr, glaube ich, von mir, benutze ich das Garnier Micellenwasser, das blaue, extra für die empfindlichen Augen. Bin gespannt, ob das mein Micellenwasser ablöst oder ob ich doch beim Micellenwasser bleibe. Jetzt schnuppern wir nochmal dran und schauen mal, wie das von der Konsistenz ist. Also es ist sehr flüssig. Oh, das riecht gut. Riecht sehr angenehm und frisch. Ich mache mir mal hier so einen Tropfen auf die Hand und dann schauen wir uns das mal an. Wow, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es ist schon weg. Es klebt nicht, es schmiert, ja, ein bisschen ist halt Öl, aber ja, komplett eingezogen auf der Haut. Also das wird bestimmt spannend. Ich werde das natürlich heute Abend gleich mal testen, wie das so ist. Falls ihr Lust habt auf einen Abschminkvideo mit den Pflegeprodukten oder eine Pflegeroutine mit den Produkten, dann könnt ihr oben mal abstimmen und je nachdem, ob es gefragt ist oder nicht, werde ich es abdrehen. Oh, und das riecht richtig gut. Frisch und mild und rein. Richtig, richtig angenehm. So wie die Verpackung erwachsen aussieht, so riecht das auch. Es riecht halt nicht so künstlich nach irgendeiner Chemie,
sondern richtig frisch und angenehm. Genau, das ist das Öl. Als nächstes zum Abschminken von Lovely, selbstverständlich, habe ich Soft Cleansing Form mit Manduka Honigextrakt. Auch hier Flasche super, super schön und edel, einfach weiß, rose-goldene Schrift. Sieht sehr ansprechend aus. Die Anwendung hier ist eine kleine Menge morgens und abends in die angefeuchtete Haut einmassieren und mit warmem Wasser abspülen. Das habe ich mir mitgenommen, weil ich gedacht habe, das ergänzt sich ganz gut zu dem Reinigungsöl, dass man quasi dem groben Dreck, sage ich jetzt einfach mal, vom Gesicht mit dem Öl abnimmt. Und wenn man dann halt diesen leichten, schmierigen Film, was ich mir gut vorstellen kann, was sich jetzt auf der Haut nicht bestätigt, aber hier habe ich jetzt halt auch kein Produkt drauf, dass ich danach dann nochmal mit dem Cleansing drüber gehe, um halt die Grundreinigung nochmal zu verstärken, indem ich halt damit das überschüssige Öl und alles andere, was halt noch so auf der Haut liegt, mit runternehme. Auch hier bin ich sehr gespannt. Wir testen gleich mal, wie das schäumt. Okay, so sieht das aus. Zarter Schaum, sage ich jetzt mal. Er ist nicht so steif wie Eischnee, sondern eher wie halb geschlagene Sahne. Boah, das riecht wirklich super angenehm. Das ist halt echt ein erwachsener Duft. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Es riecht nicht nach Honig oder so. Es riecht wirklich sehr erwachsen und frisch. So, jetzt machen wir das einfach mal so. Wow. Ich habe trockene Hände und ihr könnt es, glaube ich, sehen. Er schäumt echt gut. Zieht zügig ein in meine Haut jetzt. Klebt gar nicht. Null. Ja, Hände komplett weg, der Schaum. Also ist nichts mehr da. Klebt auch nicht, gar nichts. Macht auch keine Spannung auf der Hand oder sowas. Also sehr, sehr angenehm. Ich freue mich, es auszuprobieren. Machen wir weiter. Und zwar mit dem Skin Toner. Auch der ist mit dem Manuka Honigextrakt. Auch hier Verpackung wieder. Wie die anderen Verpackungen auch. Wunderschön. Und hier ist die Anwendung morgens und abends nach der Reinigung. Den Toner auf ein Wattepad geben, sanft über das Gesicht, geschlossene Augenlider, Hals und Dekolleté streichen. Sehr, sehr schön. Bin ich auch sehr gespannt. Ja, der Geruch ist genauso wie bei den anderen Produkten halt wirklich frisch, rein. Wir nehmen uns mal ein Wattepad und testen das natürlich auch gleich mal. Bei so einem Tonern ist es ja auch ganz oft so, dass das so ein Spannungsgefühl auf der Haut gibt. Und das testen wir jetzt mal auf der Hand. Da kann man glatt sehen, dass meine Hand leicht dreckig ist. Unfassbar. Obwohl sie gerade frisch gewaschen worden sind. So schön. Es kühlt die Haut richtig angenehm. Und auch hier klebt gar nichts und es spannt auch nichts. Also genau das, was man halt auch möchte. Weil oftmals habe ich das nach einem Tonic oder nach einem Gesichtswasser, dass man so dieses Bedürfnis hat, bitte, bitte Creme, schnell Creme, 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 weil das so spannt im Gesicht und hier überhaupt nicht. Und die Haut ist super weich jetzt nach dem Toner. Wirklich richtig angenehm. Tolles Produkt. Wenn man sein Gesicht dann komplett gereinigt hat, geht es natürlich weiter mit der Pflege der Haut. Und da habe ich die Eye Cream von Lovely mitgenommen. So sieht die auch. Auch hier Packaging unfassbar schön von außen. Gucken wir mal, was hier steht. Die Anwendung täglich morgens und abends rund um die Augenpartie auftragen und sanft einklopfen. Sehr, sehr schön. Ich habe jetzt so eine Augencreme mit so einem Pumper. Das finde ich auch ganz in Ordnung. Jetzt mal schauen, wie die Verpackung ist. Oh, cool. Ja, sehr schön. Packaging. Unfassbar schön. Richtig elegant, erwachsen, zeitlos. Wirklich, wirklich schön. Und was ich hier sehe schon vorab, erstmal durchsichtiger Deckel, finde ich auch sehr ansprechend. Und hier ist so ein Applikator dran, womit man das quasi so aufs Augenlid auftragen könnte oder auf die Augenpartie auftragen könnte. Ich werde das wahrscheinlich eher auf meinen Finger machen und dann gleich so einklopfen. Ist für mich einfacher. Aber die Idee, die dahinter steckt, finde ich super. Und auch hier, aha, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob man das oder wie gut man das in der Kamera sieht. Auf jeden Fall ist die Creme sehr dünnflüssig, also ist jetzt nichts zähes. Und sie ist von der Farbe her gelb. Ja, auch die Creme riecht genauso wie die anderen Produkte auch. Also super angenehm. Sie fühlt sich sehr reichhaltig an, aber nichtsdestotrotz ist sie schon eingezogen.
unfassbar gut. Wow. Und die Haut sieht richtig gut aus jetzt auf meiner Hand, wo ich jetzt quasi alle Produkte getestet hatte. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Gefällt mir richtig gut. Oh, ist das weich. Wow, richtig, richtig schön. Und nachdem man die Augencreme, also nachdem man das Gesicht gereinigt hat, die Augencreme aufgetragen hat, muss man selbstverständlich noch das restliche Gesicht pflegen. Und dafür habe ich von Lovely die Day Cream mitgenommen. Und auch die ist mit Manuka Honigextrakt und hat Lichtschutzfaktor 15. Auch hier super schönes Packaging. Von außen mit so einem extra Karton nochmal verfasst. Ich bin sehr gespannt, wie die ist. Im Moment benutze ich von L'Oreal eine Tagescreme und eine Nachtcreme. Mit der komme ich sehr gut aus. Mal schauen, ob auch die meine L'Oreal Tagescreme ablösen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und auch hier zur Anwendung. Hier steht nach der Reinigung aufs Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Und ich würde sagen, wir machen das mal auf und schauen hinein. So sieht die Verpackung dann aus, wenn man sie aus dem Umkarton rausholt. Sehr, sehr schön. Schlicht, zeitlos, elegant und erwachsen. Finde ich optisch so schön. Schon alleine, dass dieser Deckel aus Kunststoff ist und innen drin aber nochmal so ein Rosé-Gemisch, sage ich jetzt mal, nochmal integriert ist, finde ich sehr schön. Dieses Flakon ist aus Vollplastik, also ist jetzt nicht so bruchunsicher wie meine Glasverpackungen, die ich jetzt habe von L'Oreal. Wir schauen mal rein und schnuppern mal, ich bin gespannt. Was ich auch ganz süß finde, ist, dass hier dieses Siegel von der Verpackung gelabelt ist mit Lovely, finde ich sehr, sehr ansprechend. Der Duft ist auf jeden Fall so wie bei den anderen Produkten. Ein leichter, ein bisschen cremiger natürlich. Ist halt eine Creme, die riecht ein bisschen cremiger noch als die anderen Produkte. Aber sehr, sehr schön. Die Creme an sich ist ganz normal weiß-cremig. Sehr dünn-cremig, kann man das so sagen. Also es ist keine feste Konsistenz, ist eher so eine smooth Konsistenz. Und dann creme ich mir das mal wieder hier auf meinen Handrücken, da wo die anderen Produkte auch schon alle drauf sind. Und auch hier, es klebt nichts, es riecht unfassbar gut, elegant und erwachsen und zieht auch richtig gut ein und zügig. Man merkt, sie ist sehr reichhaltig, also es fühlt sich sehr genährt an auf dem Handrücken. Richtig schön, also es fühlt sich so weich auf dem Handrücken an. Wenn das sich auf dem Handrücken schon so gut anfühlt, dann kann es sich doch nur im Gesicht genauso gut anfühlen. Oder sehe ich das falsch? Und das letzte Produkt, was es von Lovely gibt, ist ein Lip Balm. Auch der ist mit Manuka Honigextrakt und schaut von der Verpackung so aus. Auch wieder schlicht und einfach, gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr ansprechend. Anwendung so oft wie möglich auf die Lippen auftragen, auch unter oder über dem Lippenstift. So steht das hier. Und auch hier, den schauen wir uns mal direkt an. So schaut der Lippenpflegestift ausgepackt aus. Ganz, ganz schön. Wieder in diesem Rose Gold, Kupfer, Altrosé, Gemisch, Farbton. Hier steht einmal groß Lovely drauf. Hier steht dann Paola Maria drauf bei DM. Und dann machen wir den mal auf. Und er hat eine rosé-aprikotfarbene Farbe. Er sieht sehr reichhaltig aus, glänzt halt, als ob halt viel Nährstoffe drin sind, was die Lippen gut brauchen. Riecht exakt wie alle anderen Produkte aus der Serie auch. Und das freut mich, weil es halt ein schöner, angenehmer Duft ist und nicht so ein penetranter Duft. Hier stand ja drauf, auch auf Lippenstift, dann testen wir das natürlich mal. Fühlt sich auch sehr reichhaltig auf den Lippen an, aber angenehm. Also jetzt nicht so, wo man denkt, oh Gott, bloß nicht diese dicke Cremeschicht auf den Lippen, sondern fühlt sich wirklich sehr, sehr angenehm auf den Lippen an. Ja, gefällt mir sehr gut. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ich freue mich tierisch über diese Serie, dass ich sie vor allem heute schon gekriegt habe, obwohl sie morgen erst im Handel verfügbar ist. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, falls ihr sie haben möchtet, geht so schnell wie möglich hin, weil ich halt schon ewig viele DMs heute abgeklappert habe, in der Hoffnung, dass ich die Produkte alle zusammenkriege. Und ich hatte Glück, ich habe sie wirklich alle zusammengekriegt. Und das Gute an der ganzen Sache ist, ich habe das Ganze zweimal geshoppt. Also ich habe das einmal für mich geshoppt und für einen von euch.
Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Also könnt ihr wieder fleißig was gewinnen in diesem Video. Und zwar alle Produkte von Lovely. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr bitte Folgendes machen. Und zwar müsst ihr Abonnent meines Kanals sein oder jetzt neu werden. Ihr müsst diesem Video einen Daumen nach oben geben, unten einen Kommentar verfassen, warum ihr die Produkte testen möchtet und gewinnen möchtet und den Hashtag Team RealSweetSunny benutzen, damit ich weiß, dass ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet und dass ihr das gewinnen möchtet. Die Verlosung geht bis zum 20.07. Da wird dann ausgewertet, wer von euch gewonnen hat. Und am 21.07., das ist ein Samstag, da wird dann das Video online gehen, wo ich bekannt gebe, wer die Lovely-Produkte von euch gewonnen hat. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Falls ihr nochmal auf Nummer sicher gehen möchtet, was ihr genau machen müsst, guckt einfach unten in die Infobox, da steht nochmal alles drin. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal.